Genau, und selber gesagt hat wie Batman, das hilft uns natürlich sehr. Alter, lädt uns gerade Koordinaten hoch. Begib dich zu den ersten Koordinaten. Hier noch nicht, oder? Hier schon. Sind wir schon hier? Anscheinend, ja. Ich gehöre hier zu, nicht wundern. Alter, deine Mutter. Eieieiei. Hört mal auf zu buffen, ey. Freunde, 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 so geht das ja nicht. Ich meine, ich mache sowas ja auch gerne mit euch hier mal so einen Kuscheltreff. Aber nicht so. Trinke ich mal schnell einen Schluck. Alter, so nicht. So nicht, Freund. Oh, fuck. Alter, das ist einfach noch nicht für unsere Stufe gedacht, die Kacke, glaube ich. Was ist denn hier los? Mein Helferlein? Oh, der macht ja richtig ordentlich Damage. Gefällt mir sowas. Achso, und der hilft mir natürlich auch noch. Der Homo da. Oh, was heißt helfen? Er versucht zumindest, sich das Paketchen zu schnappen. Und dass die Begriffe jetzt so weit am Rand erscheinen, dass man nicht mehr lesen kann, ist natürlich auch ein bisschen brainless, würde ich glatt behaupten, ne? Riddler ist wieder in Aktion? Das letzte, was ich von ihm gehört habe, war, dass er dem kriminellen Leben abgeschworen und eine eigene Detektei eröffnet hat. Aber diese Hinweise zeigen, dass er seine alte verbrecherische Lebensweise wieder aufgenommen hat. Ich frage mich, warum. Das frage ich mich natürlich auch und drücke jetzt hier vollständig. Und jetzt möchte ich schnell mein Inventar bearbeiten und gleichzeitig auch noch hier irgendwas wegschmeißen. Fort Level 11, ich bitte euch, Freunde, wir sind 20. Eieieiei. So, jetzt drücke ich hier nochmal schnell, vollständig. So. Riddlers bizarre Besessenheit von Rätseln macht es ihm unmöglich, etwas direkt zu sagen. Wann ist ein Angriff kein Angriff? Wenn er nur vorgetäuscht ist. Natürlich. Er sagt, dass der Angriff des Jokers nur eine Ablenkung ist. Aber wovon? Hier sind die zweiten Koordinaten. Ich schicke sie jetzt auf deine Karte. Das ist sehr verwirrend. Aber der Riddler will doch sowieso nicht wirklich helfen, also... Kennt jemand eigentlich den Film mit Jim Carrey, den Batman-Film? Wo der den Riddler spielt, der Jim Carrey? Auch ein krasser Batman-Film. Und der hat immer noch den besten Ich-bin-Batman-Spruch drauf. Also dann am Ende, ihr wisst schon. Ich bin Batman. So ungefähr klingt es bei dem. Nur nicht so pedo. So, wo sind denn meine Slice-Schütter? Erhöht die Macht... Gesundheit geht ein bisschen runter. Ist doch egal. Ist doch egal. Denke ich jetzt mal. Hat die gereimt, wisst ihr? Gereimt. Was fehlt uns da oben eigentlich? Schokoladenkuchen zum Jahrestag. Können wir da nicht auch andere Schmuckstücke irgendwie hinmachen? So ein... Achso, Rolle Frontkämpfer haben wir noch nicht. Werden wir auch wahrscheinlich nie bekommen. Müll können wir hier einfach mal löschen. Das ist ja wirklich problematisch mit den Gummihühnern und so. Auch doch die Welt nicht. Metagenfusionslösung. Ja, mach ich auch mal so. Und der Unterstützungsexobit. Wann haben wir die eigentlich gefunden? Weiß ich auch nicht mehr. Diese Koordinaten haben uns direkt zu einem weiteren Clown-Angriff geführt. Riddler scheint zu wollen, dass wir den Joker ausschalten. Aber warum? Was auch immer der Grund ist, nutze die Situation aus. Erledige die Clowns und gelange dann zu Nigmas nächstem Hinweis. Nigma. Ja, ja. Nigma heißt Rätsel. Nur falsch schon. Oder so anders. Enigma eigentlich, aber egal. Ja, das passt ja schon ungefähr, ist da. Oh. Hier waren die Zeiten lieber, wo wir einfach so immer gesagt haben, komm, das schaffen wir dicke. Ist Kinderspiel und so, wisst ihr, die Zeiten. Diese grässlichen Clowns. Ich brauche einen Schluck. Was braucht er? Ein Schluck? Wovon? Ich weiß bis heute nicht, wo meine XP-Leiste ist, glaube ich. Fuck, ich habe jetzt hier gerade... Boah.
Habe ich fast Magie gemacht jetzt hier. Ja, weißt du, ey, ich hatte ihn schon fast, als er diese Gasgranate nach mir geworfen hat. Nein, wirklich, ich... Der sieht ja komisch aus. Egal. Sieht aus wie mein anderer Charakter. Was ist das hier? Müll? Fang! Müll! Ich hab gesagt, fang den Müll, du Arsch. Und über Müll braucht das Öl, wenn du schon dabei bist. ja, klar. Ich brauche einen Schluck. Also ich bin jetzt dem in der Gruppe beigestiegen, weil der uns dann helfen kann. Wisst ihr? So geht das Ganze ein bisschen flotter. Ja, weißt du, ich hatte ihn schon fast, als er diese Gasgranate nach mir geworfen hat. Danach können wir auch gerne wieder aussteigen. Ich will nicht mit dem zum Beispiel den Bosskampf machen, wäre zu einfach. Ja, weißt du, obwohl man eigentlich bei MMOs immer Gruppen braucht und Gilden und wie man sich, wie es halt immer heißt in jedem Spiel, aber... Egal, danke. Hier, ich... Ich helfe dem schon mal und du machst ihn mal fertig. Ich brauche einen Schluck. Ich brauche einen Schluck. Der hat auch einen fetten Angriff. Guckt euch mal diesen Feuerball an. Fette Scheiße. Wisst ihr, und sowas mag ich eigentlich fast noch mehr als dieses abgesprochene Spielen. So einfach mal neue Leute mit denen zu zocken. Ich spiele mit dem in der Gilde jetzt. Boah, Gilde, sagt man ja. Das sage ich jetzt ein bisschen zu schnell wahrscheinlich. Das ist keine Gilde, ist einfach nur ein bisschen gegenseitig voneinander profitieren, wisst ihr? Man spielt das Spiel eigentlich umsonst. Voll lang. Ich hoffe, dass dir die Helden in den Hintern treten. So, bisschen hier, bisschen da, bisschen tralala. So, machen wir den noch schnell hier. Upsala. Na komm. Aber ich persönlich mache eigentlich auch gar nicht so Gruppenangebote, weil ich finde es... Naja, manche Leute stört das einfach. Wisst ihr? Tralali und tralala. Afro, Zirkus, Afro, 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 Zirkus. Oh, so, dann machen wir hier schon mal noch die fertig und dann machen wir noch... Zwei Opfer brauchen wir noch. Hey, du Opfer! Den haben wir? Ja, weißt du, hat er auch noch einen? Ich hatte ihn schon fast, als er diese Gasgranate nach mir geworfen hat. Einen brauchen wir noch, komm. Komm raus, Kleines! Super! Ich brauche einen Schluck! Finde Riddlers nächste Karte. Achso. Kriegen wir keinen Spruch von Batman irgendwie? Finde ich auch nett, dass so viel synchronisiert wurde. Ne, also im Ernst jetzt, ist ohne Kack, das ist wirklich krass. Alles frei hier? Kein... Wie wär's mit etwas Poesie, Batman? Kann ein Hofner König sein? Wer ist dann hier das Kasperlein? Joker hält sich für einen König, aber er ist nur ein Werkzeug. Riddler scheint damit sagen zu wollen, dass jemand den Joker für eigene Zwecke einzuspannen versucht. Aber wer könnte so verrückt sein? Nur der Riddler selbst. Enigmas zweites Rätsel. Es muss bedeuten, dass der Joker mit jemandem zusammenarbeitet, um sein Gift herzustellen. Mit jemandem, der den Joker für seine eigenen Zwecke ausnutzt. Ich schicke die dritten Koordinaten auf deine Karte. Mal sehen, was Riddlers nächster Hinweis enthüllt. Jo, hier haben wir gerade eine geile Sache bekommen, die ich jetzt nicht mehr finde. Was war das denn krasses? Auf Feierschulen in meinem Größe. Poesie, Batman? Kann ein Hofner König sein? Wer ist dann hier das Jetzt Kasper bringt er noch meinen Spruch, ist ja toll. Denn einer nur kann Meister sein. Der andere dann sein Helferlein. Wenn Männer aus Metall und Fortschritt es dir nicht sagen, dann wird es dich auch noch morgen plagen. Männer aus Metall und Fortschritt. Also Roboter. Mann, der Enigma, der macht immer Rätsel, like euch. Wo ist denn die Kacke jetzt? Das können wir nicht tragen, weil es für Heiler ist. Mann, oh Mann. Herkules, der geht ran. So, komm, let's go. Wir sind immer mit dem in der Gruppe. Naja, nun wahr. Hier, sonst läuft's bei dir? Der bleibt jetzt da hinten und chillt. Hey! So ein Kran. Ist auch was Nettes.
Manchmal muss man einfach Kran sein. Sagt die Biene zu dem Stachelschwein. Du und ich, wir stimmen ein. Schön ist es, ein Stachelschwein zu sein. Diese Roboter sind Modelle von Red Tornado, dem Roboter, den T.O. Morrow geschaffen hat. Du wirst T.O. morgen kennenlernen. Sehr schlau, Riddler. Die bisherigen Angriffe waren alle dazu gedacht, die Aufmerksamkeit vom neuen Robotertrupp des Jokers abzulenken. Du weißt, was zu tun ist. What the fuck? Aha, diese Roboter, den T.O. Morrow geschaffen, bla bla. Herr Roboter war mir klar, aber... Ist das schon wieder unser Kollege? Das ist schon wieder unser Kollege. Oh nein, das ist nicht unser Kollege. Verzeihung, diese Antwort habe ich nicht verstanden. Doch, der müsste da vorne irgendwo sein, glaube ich, oder? Doch, der ist da irgendwo, ich sehe ihn gerade nur nicht. Ist er über mir? Nö. Hat der gerade einen Special Woof-Woof-Move gemacht? Also manchmal macht er echt krasse Moves. J1M1 identifiziert dieses Fahrzeug als Eigentum von Mr. Joker. Eigentum von Mr. Joker, als wenn der jemals Eigentum hatte. J1N1 benötigt einen lizenzierten Techniker. Lizenzierter Techniker? Die Maschine ist außer Betrieb. Weitergehen. Was? Was ist das für eine Scheiße? hier, den müssen wir ja auch noch dann... In Ihren Händen befindet sich der J1N1 Energiekern. Wenn Sie mehr über den J1N1... Alter, was ist hier denn immer los? Boah, es sind reine Gekloppe nur noch hier, wirklich sehr schlimm. Vor allem, ich blick die Story gerade rein, das ist mein Problem. Deswegen habe ich den Text gerade auch mal lesen wollen. Weil ich es gerade irgendwie nicht checke. Wisst ihr, typisch für mich, ich weiß. Eigentlich nicht typisch für mich. Stories, gerade so Bioshock Infinite oder so, war Keks. Also, hat schon ein bisschen gephrased im Hirn, aber... Naja. Eigentlich habe ich nicht so Probleme mit Storys sonst. Aber die ist gerade irgendwie ein bisschen weird und verwirrend und ich weiß nicht. Komm her, du JN1N. So, und wenn wir jetzt hier auch noch ein bisschen was auf die Reihe kriegen und nicht komplett verrecken die ganze Zeit, wäre das noch viel besser. Mann, und die Aufnahme läuft eigentlich noch. Ich hoffe, dass alles wirklich so läuft, wie ich es mir vorstelle. Und ich nicht danach am Arsch bin. Ah, ich weiß schon mal, was ich falsch eingestellt habe. Wahrscheinlich hört ihr mich jetzt nur auf einem Ohr. Das andere Ohr... Ah, scheiße. Fuck. Ich habe meine Stimme auf Stereo gestellt, glaube ich. Aber ich habe ja nur ein Mono-Mikro. Das ist dann immer kacke. Wisst ihr? Silikonscheiben. Kann man immer brauchen. Komm her, du blöde Arschloch. Verzeihung, diese Antwort ist nicht. Diese Antwort ist nicht, Magie. J1N1 benötigt einen lizenzierten Techniker. Wenn Sie warten, kann Ihnen J1N1 die korrekte Methode erklären, um... Hey, wir haben den noch gerade umgelegt. Was, warum geht das jetzt hier nicht? Das verstehe ich manchmal nicht, wisst ihr? Also, was praktisch ist, dass der Il-Demo... Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Dass der halt Stufe 24 ist und uns dann schon mal den Arsch retten kann. Und das auch macht. Ich bin auf Stufe 21. Das ist ja der Wahnsinn. Wie das immer geht. So rucki zucki, flammi bammi. Ping bang pongi. Hopsalongi. Haben Sie eine Techniker-Lizenz? Antwort. Ich muss mal hier kurz ja. Den hier und dann Habgier. Für Hilfe bitte die Sterntaste drücken. So, für Hilfe bitte die Sterntaste, machen wir doch. Oh nein, die Sterntaste funktioniert gar nicht. Also wenn jetzt zum Beispiel mal im Spiel sagen würden, für Hilfe Alt F4 drücken oder so. Achso, wir haben ja schon Alt geschafft, aber trotzdem können wir uns weiter klappen. Ist ja super. Gefällt mir eigentlich eher weniger. Man muss nicht Batman sein, um diesen letzten Hinweis zu entschlüsseln.
Riddler steckt in Schwierigkeiten. Bei der Monarch-Spielkartenfabrik. Ich aktualisiere deine Karte. Aha, aha. Viridium beschwerte Schlagringe, mal sehen. Ja, ich möchte mein Inventar bearbeiten, weil wir schon wieder drei Kackhühner in der... Alter, ist das Mag-Mag-Maggi. So kann man das nennen, wisst ihr? Mag-Mag-Maggi. Achso, ja, J natürlich nochmal. Super, toll. Man muss nicht Batman ja, bla, bla, sein, um bla. Diesen letzten Hinweis zu entschlüsseln. Riddler steckt in Schwierigkeiten. Bei der Monarch-Spielkartenfabrik. Ich aktualisiere deine Karte. Achso, war so die richtige Richtung. Riddlers Drang, in Rätseln mit seinem Wissen zu prahlen, hat uns geholfen, aber ihn verdammt. Der Joker wird ihn dafür töten, dass er seine J1-N1-Roboterangriffe enthüllt hat. Wenn du Glück hast, erreichst du Riddler, bevor es die Killer des Jokers tun. Das ist Riddlers einzige Chance. Da wollen wir echt den Riddler retten, ja? Also ist ja jetzt nicht so, dass der Riddler sagt immer so, boah, Batman mein bester Kumpel. Die Monarch-Spielkartenfabrik ist fast so berühmt dafür, öfter ausgeraubt zu werden, wie für die Herstellung der besten Spielkarten. Warum jemand eine Spielkartenfabrik ausrauben sollte, konnte ich allerdings noch nicht herausfinden. Das scheint mir ein bisschen wie ein Joker zu sein. What the fuck, die rauben die aus? Ein bisschen wie ein Joker, wisst ihr, weil... Uiuiui, ich glaube, meine Pfeil ruckelt hier gerade ganz schön. Also meine Datei. Pfeil. Mein Pfeil, wisst ihr. Das mit Deckscreen nämlich schön. Ich kann jetzt hier nochmal weiterspielen, aber ihr seht trotzdem nur Kacke. Das ist natürlich ein bisschen nervig auch. Was macht man da? Sagt doch mal was, Leute. Ich glaube, ich mache hier mal eine Pause. Ganz klar. Pause hier und Pause da. Wir sehen uns dann und tralala. Tschö, tschö, Leute. Wir sehen uns bei der nächsten Runde DC Universe Online. Hoffentlich mit einer weniger langen Pause als beim letzten Mal, nicht? Tschö, tschö.